herzlich willkommen bei der neuen Folge Guacamili. Und wir sind wieder beide am Start. Ich, der Simon. Ich, Hobli. Wir wollten euch ganz kurz am Anfang noch was zeigen. Das haben wir gerade gemerkt, kurz bevor wir Folge starten wollten. Und zwar unter Fähigkeiten hier Pause im Menü kann man sich die Moves angucken, die man alle machen kann. Richtig. Das heißt, hier ist Hochschlag und Viereck. Und wenn du in Luft bist, kannst du auch nach unten einen Move machen. Und unten hast du auch diese ganzen anderen Sachen mit Suplex und sowas hier erwähnt wurde und Ramme und sowas. Je nachdem, wenn du am Enterhaken bist, was du dann drückst. Das heißt, wenn du deinen Kreis drückst und steuerst runter oder macht er was anderes. Wir können mal ganz kurz diesen Move zeigen hier, weil mir sieht das so aus, wenn ich runterschlage in der Luft. Hoch und Viereck nach unten. Hoch und Viereck nach unten. Also springen und damit runterdrücken und Viereck. Also im Fall runterdrücken und dann Viereck. Also hoch und dann hoch. Achso. Genau. Genau. Sieht bei dir wieder ein bisschen anders aus. Finde ich ganz cool, dass die Charaktere unterschiedliche Moves haben. So, lass mal hier durchhüpfen, ne? So. Frag mich, warum das so leckt. Ja, also, das ist eine komische Frage, aber... Ich glaube, das ist mit Absicht. Ich bin mir nicht sicher. Aber können wir mal kurz... Kann man hier mit das Ding... Drill, kann man hier mit nicht kaputt hauen. Auf drei. Eins, zwei, drei. Ne, warte, ich muss... Eins, zwei... Eins, zwei, drei. Nee. Nochmal. Eins, zwei, drei. Ich glaube, wir müssen erst so einen krassen Special-Move freischalten oder so. Ich glaube, das... Wir gehen jetzt mal hier runter. Ich hoffe, wir sterben hier nicht. Nee. Der ist so aus. Hier ist wieder so... Ein bisschen Sprung ins Unbekannte hier. Ja, ja, ja. Oh, die Ziege, können wir mit der reden? Nee, schade. Ah, die sieht geil aus. Die Mimik ist so Hammer von der Ziege. Wie eine Zombie-Ziege. So ein bisschen, wahrscheinlich fresh zum Release von Goat Z. Ja, genau, genau. Hey, hier keine Spoiler, keine Schleichwerbung. Spoiler war es ja nicht. Keine Schleichwerbung. Oh, wollen wir uns da kochen? Also außer die Entwickler wollen uns dafür bezahlen, natürlich. Ja. Was ja sehr wahrscheinlich. Wer ist... Für meine Eier zu kochen bringen. Okay, also hübsch eingerichtet auf jeden Fall. Ja, können wir hier die Tür machen? Nee, leider nicht. Vielleicht später irgendwie mal. Vielleicht passiert irgendwas. Das ist die Hütte von einem Schamanen oder so, ne? Ja, irgendwie sowas. Ich frage mich, was jetzt hier passiert. Okay, der leuchtet so. Oh, ich hab ihn zerschlagen. Es tut mir leid. Oh, jetzt kommt die Ziege. Was? Klang das gut? Ich weiß nicht. Du verrückter Luchador! Klingt irgendwie voll scheiße. Warum zerstörst du denn meine Shuzu-Statue? Ay, caramba! Mann! Ich habe nur noch etwa 15 davon übrig! 15, dein Ernst? Jetzt gibt's die Sammeldings mit den Figuren. Ah! Das macht Sinn, jetzt wird es auch wieder sinnvoll integriert, finde ich cool. Typisch, Luchador! Zuerst zuschlagen und niemals Fragen stellen! Einen Moment, wir sind keine Amerikaner. Alter, das geht auf die Stimme, oder? Siehst du ein Schamane? Das ist auch einer von den Typen, die man kaufen kann als Charaktere. Ha, wie der sich an die Eier gefasst hat gerade. Okay, jetzt kann ich mal eine andere Stimme nehmen hier, Alter. Boah, es geht übrigens auf die Stimmbänder. Oder so. Ich bin der große Huai Chivo. Fürst aller Ziegenmenschen. Okay. Außergewöhnliche Kriegerausbilder. Und König der bockbeinigen Strafen. Meine Güte. Nun, bevor wir beginnen, sag mir... Ist deine Mutter Single? Hat sie einen Kerl? Jo. Ja, mein hat einen Kerl, ja. Steht sie auf böse Jungs? Was hier Alter, die Move einfach in die sich dann so Lebschutz dazu, ey. Ist so geil, der Kerl, Alter. Ist der nicht schon ein bisschen zu alt? Okay, erkläre mir, wie du hierher gelangt bist und halte dich nicht zu kurz. Insbesondere nicht darüber, wie du zu dieser Maske gekommen bist. Das machen wir jetzt mal ganz kurz. Ja, genau. Weil unser Charakter ja so gesprächig ist. Ja. Was passiert jetzt? Wir haben es ihm erklärt. Wir haben es ihm erklärt. Verstehe. Kalasar, der Tempel. Die Tochter von der Präsidentin. Und Jaguar Javier. Mein ehemaliger Schüler, quasi ein Schreibfehler. Oh, meine ehemaliger Schüler. Ah, okay. Oh. Ja, der ist ja auch schon ein bisschen ein Tatterkreis, vielleicht ist er schon ein bisschen älter. Das kann man ihm nicht verübeln. Das ist kein Schreibfehler. Ich meine, so schlecht wie es auch auf uns zu vorlesen. Genau. Er denkt wieder an die Mutter. Ich werde deine Mutter einfach um ein Date bitten, nachdem wir die Welt gerettet haben. Lebt unsere Mutter überhaupt noch? Ich weiß es nicht, aber das sollten wir besser nicht verraten. Nee, erst nicht, nachdem wir die Welt gerettet haben. Vor allem, was der da in seiner Hütte zusammenmixt, keine Ahnung, von was ich weiß es auch nicht. In seinem Alter ist er eigentlich nicht. Aber wir warten, bis wir die Welt gerettet haben, und dann können wir ja sagen, ob die noch lebt oder nicht. Nee, vielleicht haben wir es bis dahin selber reinhauen. Oder so. Ja. Zuerst müssen wir dich in die Künste eines wahren Luchadors einweisen. Also ich bin noch kein wahrer Luchador, aber wir kriegen jetzt krasse Moves auf jeden Fall dazu. Ja. Bin gespannt. Die Statue, die du gerade zerbrochen hast, enthielt eine magische Kraft. Den Hahnen-Uppercut. Ah, jetzt können wir endlich dieses Hahn-Ding. Das ist mir noch immer den Words of Jericho und die ganzen Wrestling. Drücke Steuerkreuz hoch und Kreis um... Oh, sorry. Das musst du ja sagen. Ah ja. Drücke Steuerkreuz hoch und Kreis, um diesen mächtigen Move auszuführen. Bin ich echt mal gespannt hier.
Mit diesem Move kannst du rote Blöcke zerstören. Aha. Und kannst ihn sogar in der Luft ausführen. Puh, Mann, oh Mann, das ist ein ganz schönes Ding. Sei jedoch vorsichtig. Wenn du ihn so oft einsetzt, bist du dich eine Weile erschöpft. Was? Bist du? Ist ein alter Mann. Okay, ja. Ist ich bin ein alter Mann und denke niemals über deine Mutter. Und deshalb, ja. Kann ich nicht richtig sprechen. Oh Gott. Du arbeitest an diesem Move, Böhrchen. Boah, es geht auf die Stimme, Alter. Wenn es dich nicht umbringt, werden wir deine Ausbildung beim nächsten Treffen fortsetzen. Boah, bin ich froh, dass er nicht noch was sagt, Alter. Das finde ich auch immer sehr süß, sehr schön. Rooster Uppercut. Wollen wir es kurz ausprobieren hier? Oh, geil. Ich glaube, bei Grün noch nicht, dann geht's ja später weiter. Wir müssen jetzt einfach zurück. Als bin ich rot. Ah ja, ich weiß. Guck mal, du kannst dich nur zweimal einsetzen, es fühlt sich langsam auf. Und wenn du zweimal gemacht hast, dann wirst du rot und bist so K.O. Wie mach ich denn noch gleich? Kreis nach oben. Kreis noch nicht, nicht viel. Kreis. Kreis. Ich denke mal Kreis generell vielleicht. Ne, erstmal nur Kreis hier nach oben. Kreis und Steuerkreuz hoch. Also den Flydings hoch. Wo hoch? Ja, Kreis. Ah, jetzt kannst du nicht. Ja. Ist nicht so einfach. Ach, ich muss hier erst nach oben, dann Kreis. Ja, irgendwie so, ich weiß nicht. Nicht Kreis und dann Kreis. Ah, so ist es. Ah, dann kannst du sogar dadurch einen Doppeljump machen quasi. Siehst du? Ja. Voll fett. Cool. Schau mal an. Jetzt geht's hier weiter, glaube ich. Oh Gott, nee, jetzt geht's ja nicht weiter. Ich frage jetzt, wo es weitergeht. Doch, nicht mit so einem Ewig-Jump? Nee, sollten wir nicht irgendwie zurück? Ich glaube, wir sollten zurück in die Stadt oder so, oder? Was hat der? Da oben, guck mal. Warte mal. Oh, jetzt habe ich mich geheilt wieder. Hast du gesehen? An diesen Ständen heilst du dich. Ah, das ist also ein Spawn-Punkt, Heilpunkt, genau. Und Shop. Oh, jetzt haben wir Ausdauer dazu bekommen. Ah, das ist aber vielleicht ganz wahrscheinlich cool. Wahrscheinlich, um noch so einen Move zu machen. Genau, um einen Move mehr zu machen. Drei anstatt zwei. Wie lange hat es vielleicht gedauert, dass die wieder aufladen? Nicht so lange, oder? Also, ich fand das jetzt. Ja, okay, dann. Lass uns erstmal noch abschalten. Wir werden ja sehen, wie das dann im Spiel dann ausgesehen hat. Ah, guck mal, das gibt's auch noch. Oh, ein Hühnchenkostüm. Ich will den Hühnchenkostüm haben. Wie geil ist das denn? Was sind die Voraussetzungen? Es gibt auf jeden Fall eine Menge an Auswahl. Ja, es gibt richtig viele Outfits. Also ich glaube, vier bloß kann man kaufen. Das sind einmal diese zwei, drei Böse und der Chef hat, der im Leer hat. Aber ansonsten hast du echt etliche Outfits. Und auch für die weiblichen Charaktere hat auch zig Outfits. Gut. Ah, okay, dann bleibe ich erstmal doch wieder bei dem. Ist okay, sorry. Das war ja echt lustig, bei dem wir da gerade waren, ne? Ja, auf jeden Fall. Aufpassen. Nicht, dass ich dann das vielleicht. Achso, warte. Ist nicht so einfach. Ist okay. Ja, jetzt geht's hier weiter. Lass doch kurz nach links gucken, bevor wir nach rechts gehen. Also klassischerweise geht's ja immer rechts weiter. Ich geh nach oben. Achso, okay, du bist nach oben. Ja, hier bleib ich unten. Verdammt, ich bin fast tot. Naja, gutes Teamwork gerade, wie du mit dem Zug gespielt hast. Nein, ich bin tot. Ach, voll in die Fresse, ich komm so gerade in die Ecke und bam, haut er mir einen rein. Ein schönes Cash dann. Ja, sehr gut. Gib mir Money hier. Guck mal nach links, geht's so weiter? Oh Gott. Ah, da ist noch eine Kiste, hau kaputt. Warum ist das so blinkig, weißt du? So, ja, so blinkig. Warte mal, pass auf. Den können wir aber nicht dazu einsetzen, oder? Nee. Vielleicht später. Vielleicht müssen wir dazu erstmal in diese Schattenwelt gehen können, dann löst sich diese Tür dann da auf. Müssen wir da vielleicht später auch was bauen? Kann Teile weiß sammeln, ich nicht, das weiß ich. Ich denke mal, dass du, wenn du in die Schattenwelt kommst. Oh. Dein Ernst? Das wollte ich auch sagen. Ja. Ich wollte gerade sagen, Mensch, Rohr, was machst du denn dann? Ist nicht so einfach, okay. Durchrollen und. Ah! Achso, wir müssen durchrollen und direkt diesen Move machen. Warte, ich versuche mal, ob ich das hinkriege. Was? Ja, das musst du ja machen, als ich. Ja, okay. Und nicht schlecht. Jetzt muss ich jetzt auch machen. Du musst einfach nur durchrollen und auch den Move machen, ja. Hi, caramba. Oder du machst deinen Auflösen, dann versuch's einfach, ob du es hinkriegst. Wenn nicht, machst du. Ja. Diese Rolle komplett durch und dann. Ja, Luft. Jetzt. Nochmal, roll dich einmal komplett durch. Okay. Und dann, sobald du in der Luft bist, machst du den Move. Also erstmal durchrollen, renn an, roll dich durch. Jetzt den Move. Stock, hoch und. Weiß. Ich bin auch so ein bisschen Koordinationsgruppe an der PlayStation, musst du wissen. Das ist, liegt mir noch nicht ganz. Ist auch nicht so einfach. Nochmal, komm. Ja, und jetzt. Ja, ich bin so stolz auf dich. Okay, ich mach wieder die Vorgabe. Jetzt kannst du machen, wie du willst. Im Prinzip muss halt nur drüben ankommen. Im Prinzip muss halt nur drüben ankommen. Also, das ist aber das Einzige, was du benutzen kannst in der Luft, um noch höher zu kommen, ist dieses Kreis hoch und. Genau, Kreis und hoch. Sehr gut. Oh Gott, Gegner. Möbel der Äpfel, die sind schön hier. Oh, du kannst ja auch aufeinander werfen. Voll gut. Au, ich bin tot. Scheiße, der haut ja richtig drauf. Sehr gut, weiter so. Ich warte hier noch ein bisschen. Geh ruhig weiter, in 8 Sekunden bin ich ja wieder da, das schaffst du schon so lange. Oh. Ah, jetzt genau, das musst du für eine Kombo-Dings hoch machen. Wieder, oh, Vorsicht, da kommt ein Bossgegner oder so. Ja, das ist eine Pflanze. Das ist eine. Müssen wir mal schon ausweichen. Der versucht uns anzugreifen, so. Ja. Jetzt kommen auch die taktischen Schritte dazu. Jetzt wird es allmählich ein bisschen kniffliger. Also, oh Gott. Dafür, dass es dieses. Oh Gott.
Lass erstmal die Scheiße erstmal die oben. Erstmal oben. Ja. Nein, fuck. Nein, ich bin tot. Das ist gar nicht so einfach jetzt gerade. Nein, wir sind beide tot. Beide tot. Oh mein Gott. Also, okay, jetzt geht's hier weiter. Okay, ich dachte, jetzt kommt irgendwie was ganz Schlimmes. Ja, aber das schaffen wir schon. Jetzt wissen wir, wie es geht. Oh. Ah, da. Wow. Jetzt. Nein, oh fuck, ich dachte nicht so schnell, dass er so schnell ist. Ah, Mann, ich bin einfach zu unfähig. Warte, bis er hochkommt. Jetzt. Und jetzt voll rauf. Und ich greife ihn mir und ich werfe ihn gegen diese Wand da und hau rauf. Sehr schön. Jetzt kommen wieder zwei. Vorsicht. Ich benutze meinen Pfeil als Waffe. Richtig. Okay, jetzt erstmal. Uah. Mann, ich komme da. Ah! Jetzt. Ich habe ihn runtergehauen. Sehr gut, sehr gut. Genau, genau so. Genau so. Vorsicht, voll die Pflanze. Sehr gut, okay. Entschuldigt, wir haben Schweigen. Ist ja okay, man muss sich konzentrieren. Ist ja völlig Inata. Ah, jetzt muss ich so wahrscheinlich was machen, genau, mit dem da. Ah, schön. Wieder ein zweiter Silber mit zu bekommen. Ich frag mich. Das war aber hier so? Ich frag mich wozu. Oh Gott, hier. Okay. Oh fuck, hab mich direkt erwischt und das Mistvieh. Da hab ich auch. Ah, warum? Wir sind einfach zu unfähig. Wir sind einfach zu unfähig. Warte mal, ich habe so wenig Leben, ich bleib noch mal kurz auf Abstand. Okay. Aber man merkt, das Spiel wird durchaus merklich schwerer vom Schwierigkeitsgrad und so. Vorsicht, der trifft dich jetzt genau, wenn du stehen bleibst. Oh. Ist okay, komm, wir haben die Stelle hier geschafft, wir gehen jetzt nach rechts nochmal weiter. Und hoch. Oh Gott, nein, komm, oh, ich hoch. Bin echt zu unfähig. Ja, sehr gut, okay. Oh, Vorsicht, da oben sind noch welche. Und die werfen die ganzen Knochen runter und so. Ich finde auch cool, wie du in der Luft die da noch bekämpfen kannst. So Dragon Ball mäßig oder so, weil du in der Luft dann noch weiterschlagen kannst. Genau. Und hier hoch. Achso, ja, stimmt. Genau. Naja, ist nicht so einfach. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass du so viel Ach, meine Güte. Ich bin ein sehr geduldiger Mensch, das ist wirklich kein Problem. Könntest du noch eine halbe Stunde lang diese Aufnahme machen, während er versucht, da hochzukommen? Ich hätte dauerhaft meinen Spaß, glaube ich. Oh, jetzt kommt es wieder rein hier an der Stelle. So, ich würde sagen, an dieser Stelle wechseln wir einfach mal die Kostüme in Blau. Ja. Um ein bisschen Abwechslung anzubringen. Und wie das aussieht, das erfahrt ihr aber erst in der nächsten Folge, weil das wird einen maßgeblichen Unterschied machen. Richtig, das ist eine riesen Überraschung für euch. Ja, auf jeden Fall genau. Ja, das haben wir jetzt auch noch nicht eingegangen. Unser Geschenk an euch, genau. Dass ihr so tapfer zuguckt. Und das ertragt, was ihr hier veranstaltet. Genau, das ist echt. Weil was ich hier veranstalte. Aber ich danke euch vielmals. Genau. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ja, das hoffe ich natürlich auch. Auf Wiedersehen. Bis dahin.